Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PibbleTube zu Wolfenstein's New Order Folge Nummer 14 mit mir, dem Dave. Wir stehen immer noch im Folterkeller von dem Messer, der irgendwo da hinten tot liegt. Ja, probieren jetzt eigentlich das Sicherheitssystem auszuschalten. Mal gucken. Ja, klassische Musik. Wo guckt ihr eigentlich hin? Das muss es sein. Die Steuereinheit für die Sicherheitssysteme. Wir haben wieder den Enigma kurz gefunden. Puh, ist immer ganz schön anstrengend. Hundefutter. Und ein Zeitungsartikel. Kroatisches Luxushotel auf dem ersten Platz. Zagreb, 7. November 1960. Haben Sie Lust auf einen entspannten Urlaub? Dann dürfte die Perle des Mittelmeers, das beste Luxushotel Kroatiens, einen Blick wert sein. Die Anlage wurde in der letzten Ausgabe des beliebten Magazins Reisen zum besten Urlaubsziel der Welt gekürt. Die Perle des Mittelmeers befindet sich in der wunderschönen Stadt Rabak wahrscheinlich, direkt an der strahlend blauen Adria in einem Gebiet, das berühmt ist für seine weißen Steinstrände. Im Magazin Reisen. Sehr kreatives Magazin. Okay, da ist das Sicherheitssystem. Ich wollte bloß mal gucken, ob man hier noch irgendwo was machen kann. Es ärgert mich immer noch, dass wir das in der einen Folge mit dem Max, dass ich da zu kurzzeitig war. Ausströmendes Gas löst Explosion im London Nautica aus. Nee. Ist da nicht ein Auto mit einem Attentäter reingefahren? Mir war so. Kann ich das Messer wegpacken? Nein. Kann ich nicht. Sie haben das Richtige getan. Manchmal fällt es schwer, das zu sehen. Aber was Sie getan haben, war gut. Das weiß ich. Ich wollte eigentlich hier mal reingucken, ob hier noch irgendwo was ist, weil wir haben halt gar nicht weiter geguckt. Also es ist halt eine Baracke in einem ekelhaften Hygienezustand und ja, so oder so ähnlich, wahrscheinlich deutlich, deutlich schlimmer sah es halt auch in den anderen, mal jetzt Kähnfüße, in die Luft, KZs auch, Arbeitslagern aus. Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssysteme? Erledigt. Wow, Riese. Wie heißen Sie eigentlich, Junge? Blaskovic. Blaskovic, ja, Blaskovic. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie? Viel Glück. Okay, das klingt natürlich wieder fantastisch. Ich hoffe, wir schaffen das in der Folge. Thank you.
Hä? Was war denn das gerade für eine... Ja, wir sollten uns, glaube ich, hier nicht so rumtreiben. Da hinten ist zwar eine Tür offen. Ich glaube, die Frau Engel werden wir jetzt hier nicht töten können. Aber vielleicht den Spielball. Also hier gab es ja auch ein Ausrufezeichen. Also gehen wir hier mal gucken, was hier ist. Fantastische Weitsicht. Ah, ich glaube, kann ich nicht. Ich hätte jetzt klar gefragt, ob ich da im... Die Batterie muss hier irgendwo sein. Habe ich gerade richtig gesehen, dass da noch ein Hund liegt? Es tut mir wirklich leid, Hundi. Ah. Warum wurde das gerade wieder nicht angezeigt? War dieser Emanuel Schell, von dem das Buch da gerade lag? Nicht dieser erste Astronaut oder so? Das hier? Ja. 2:55, immer noch. War das nicht vorhin schon mal auf einer Uhr 2:55? Sicher nicht diese Engel von uns schon gehört? Also die Dame wirkte so, als ob sie... Ich vermute, ich muss in den Keller. Und gucke natürlich erstmal einmal alles an und hoffen, dass hier keiner mehr ist. Mir bleibt dann immer ein bisschen die Sprache weg, wenn ich so umherschleiche. Also ich hasse, also... Warte, ich habe das auch nicht gespielt. Ich würde sagen, ich hasse ja Schleichspiele, aber ich... Wenn ich mich halt immer zu Tode erschrecke und dann halt nicht so reagiere, wie man reagieren sollte. Enigma-Fragmente haben wir eigentlich. Sieht gut aus eigentlich. Können wir Briefe finden? Ja, es gibt sogar Briefe. Ha.
Okay, war jetzt nicht so wie gedacht, tatsächlich. Meine drei Messer wieder, ja, habe ich. Gut. Noch Messer, cool. Keine Büste entdeckt. Ich glaube, sie sind jetzt auch da hinüber. Astro. Ach, Astro mit Gas, ja. Ah, da ist sie wieder. Also ich vermute mal, hier wäre der Keller, zu dem ich hinkommen würde, wenn ich diesen anderen Weg runtergehen würde. Würde ich sagen. Okay, hier ist der Hauptausgang. Geil, wie hier einfach so ein Fahrrad steht. Ja, das ist das von Frank, der kam damit heute zur Arbeit. Wirkt es, als gäbe es hier keine weiteren Sammelgegenstände. Kann ich mich hier wieder ins Auto setzen eigentlich? Ne, diesmal nicht. Puh, puh, puh. Das ist ja einer der Hunde? Ne. Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja, der Nachtzug. Meine Ach, fuck. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Stark. Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust. Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestank dieses Ortes... Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Aber wir werden ja nicht DJ Dutch gewusst. Hey, Batterie! Sie mir die Batterie! Haben Sie sie? Ja. Fantastisch. Kann man nicht auch nochmal sicher gehen, dass sie stirbt, bitte? Wäre das zu viel verlangt gewesen? Setzen Sie sich, großer Mann. Jetzt befreien wir die anderen. Verstanden? Wir gehen ins Lager, öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Wir haben Mac. Schade. Was? R2 und Maschinengewehr.
will mich nicht beschweren, aber warum brachten die Raketen jetzt nichts? Und das Maschinengewehr hier mehr gegen die Cyborgs als die Raketen. Gucken, ob es irgendwelche Collectibles gibt. Warum wollten wir jetzt ein Fahrzeug können, das Tode sprechen? Herr Blaskowitsch, steckst du mich auf den Dach an? Ich gehe in die Garage und öffne die Tore. Herr Blaskowitsch, setzen Sie mich ab, ich würde hier abschalten. Jaha. Wir haben weder die Briefe noch... Welches Tor öffnet er jetzt so? Hey, ich öffne jetzt die Tore, Herr Blaskowitsch! Kann ja auch nicht aussteigen und nochmal gucken gehen oder so. Wo ist er denn? Wo muss ich denn hin? Wo denn? Oh, ich hänge fest, ich hänge fest. Ich muss aber... Ich hänge fest. Alles ganz schön unübersichtlich. Ja, weiß ich nicht, hätte man diese grauen Stellen... Ja. Hätte man da noch was finden können? Was macht ihr da? Kommen Sie! Wir fahren jetzt los! Ha. Okay, mehr werden sie aber nicht versteckt haben, also das wäre ganz schön assi. Ja.
Ah, kein Stress. Der hier? Nee. Nee, natürlich weiß ich, dass der hier hinten gemeint ist, der mit dem blauen Dings. Aber warum kann ich jetzt nicht? Hm. So. Los geht's! Schade! Haben wir jetzt alle gerettet oder nur die sechs, die da. Niemand verlässt mein Lager! Ich sagte doch, warum haben wir sie nicht sicher getötet? Ich mache sonst keine Komplimente. Aber ich habe möglicherweise den Nutzen ihrer affenartigen Physis unterschätzt, Laskovic. Dati Schutt. Sagen Sie es mir. Wer sind die? Die Dati Schutt sind eine uralte mystische Gruppierung. Mystisch. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati Schutt entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Ein gottverdammtes U-Boot des Regimes stehlen? Das wollen Sie? Sind Sie völlig übergeschnappt? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur der Dati Schutt. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blazkowicz, Sie helfen ihm dabei, ja? Natürlich! Und natürlich können wir diese Aufgabe nicht mehr machen mit Schade. Es ärgert mich. Hätte gerne die Spielzeuge noch gefunden. Set. Ja. Ich frage mich, was Ihre Organisation eigentlich genau getan hat. Ging es um irgendwelche übernatürlichen Maschinen? Übernatürlich. An sowas glauben wir nicht, Mädchen. Wir glauben an Gott. Die Dati Schutt folgen einer Philosophie, einem Weg, Gott durch Wissen zu verstehen. Sie beruht auf reiner Vernunft, reinem rationalen Denken. Das ist kein übernatürlicher Quatsch. Briefe. All die Dinge, die sie erschufen, wozu waren die ursprünglich gedacht? Ach, Sie verstehen das nicht, Mädchen. Es gab bei uns weder einen Zweck noch eine Absicht, abgesehen vom Akt des Erschaffens. Wir halten Zwiesprache mit Gott, verstehen Sie? Ich komme nicht mehr mit. Wie mathematische Gleichungen. Weiter, weiter, Mädchen. Und jede gelöste Gleichung bringt sie Gott näher. Hm. Aber hatten die Maschinen denn gar keinen Zweck? Der Akt des Erschaffens an sich ist der Zweck. So ist es, Mädchen. Ja, ja, jetzt endlich hat es bei Ihnen Klick gemacht. Erkennen Sie den Unterschied, Mädchen? Mädchen, das sichere Versteck, das ich Ihnen zeigen werde, ist keine Schatzkammer. Es liegt... Oh, das ist ein neuer Artikel. Ein Selbstmordattentäter ließ gestern Morgen einen mit Sprengstoff beladenen Kleinwagen vor dem Eingang des Forschungszentrums London Nautica explodieren, wobei Dutzende Angestellte der Einrichtung getötet und Hunderte verletzt wurden. Laut einer offiziellen Stellungnahme handelte es sich hierbei um den ersten Anschlag in London seit Jahren. Er fand nur wenige Monate nach dem Augustaufstand statt, bei dem Gruppen von Abweichern versuchten, die aufrechten Bürger der Stadt in Anarchie und Chaos zu stürzen. Tief, tief unter der Erde. Was ist das?
Ich glaube, das hat man auch noch nicht, oder? 17. September 1951. Der erbitterte Widerstand der tapferen Bewohner von London wurde laut. Doch, hat man. Hält einige unserer gefährlichsten Schöpfungen weit, weit weg von der Außenwelt. Sie haben Ihren Zweck bereits erfüllt, verstehen Sie? Wenn es der Sache dient. Okay, wir haben das. Das ist nicht nett, Freund der Sonne. Ihr seid hier zu Gast. Also nicht zu Gast, sondern wir arbeiten ja zusammen. Jemand hat Hubschraubertechnik geborgt. Achso, wir haben ja noch. Sagen wir mal, Briefe. Ostlondon, 4. Oktober 1948. Mein lieber Bobby, das ist der, glaube ich, der verstorben ist. Es ist Samstagabend und der Bombenangriff ist kaum vorüber, als ich mich hinsetze, um dir diesen Brief zu schreiben. Ich bin auf dem Dach des Hauses, wo die Hilfsfeuerwehr eine Feuerwache eingerichtet hat. Ich trinke eine Tasse Kaffee und rauche eine Zigarette und in meinem Ohr höre ich noch immer die Sirenen und das pfeifende Geräusch, das die Bomben machen, wenn sie vom Himmel fallen. Von hier oben kann ich ganz London überblicken und selbst in diesem überzugerichteten Zustand ist es noch immer wunderschön. Alt und rau und grimmig. Mein Zuhause und mein Herz. Ich danke dir für deine Briefe, Liebster. Ich kann dir gar nicht beschreiben, wie viel sie mir bedeuten. Ich hoffe, mein Widerstreben zu antworten hat dir keine Sorgen bereitet. Der Grund dafür ist, das klingt jetzt vielleicht etwas merkwürdig, dass ich dir keine Lügen auftischen will. Ich hatte Angst, dass dich meine Worte aufregen könnten, aber die Wahrheit ist doch besser als nichts. Meinst du nicht auch? Also, das ist die Wahrheit. London brennt. Rauch steigt aus der Stadt empor wie Säulen, die den Himmel davon abhalten, auf uns herabzustürzen. Die nächtelangen Bombenangriffe sind gnadenlos und jeder Tag verlangt uns aufs Neue alles ab, um durchzuhalten und nicht selbst an den kleinsten Strohhalm der Hoffnung zu... Und sich selbst? Gott, beim Lautvorlesen muss ich immer gehen. Weiß nicht warum. Und sich selbst an den kleinsten Strohhalm der Hoffnung zu klammern. Wie können wir nun weitermachen angesichts solch brutaler Entschlossenheit, solch sinnloses Morden? Ich weiß nicht, aber ich bin dankbar dafür, dass wir es tun. Ich bin immer noch voll Ruß, ich kann den Rauch in meinen Lungen schmecken. Sie sagen, dass Frauen keine Löscharbeiten verrichten sollen. Sie dürfen nur bei der Kommunikation in mobilen Küchen oder ähnlichen Einrichtungen helfen. Aber die Dinge haben sich geändert. Vor einer Stunde war ich in Canning Town, hier im Osten von London, die katholische Schule. Weißt du noch? Die Schule wurde vor kurzem beim Bombenangriff schwer getroffen. Wir haben versucht, das Feuer zu löschen. Es war, als hätte sich ein Tor zur Hölle geöffnet. Ich hielt den Feuerwehrschlauch zusammen mit Susie Tuckfield und ich sah, wie blutüberströmte Kinder durch die Asche und den Rauch aus der Ruine stolperten. Ich hörte Kinderschreie aus dem Inneren der brennenden Schule. Eine meiner Kolleginnen, Brittany, ging hinein, um ein kleines Mädchen aus dem zweiten Stock zu recken. Doch sie kam nicht wieder raus. Sie war so ein nettes Mädchen. Im letzten Monat haben wir... 3 unserer Kollegen verloren. Alles gute Freunde von mir. Aber das Leben geht weiter. Es muss. Jede Nacht gehen die Leute aus der Nachbarschaft in einen nahegelegenen Bunker, den der alte William McKinley in eine Bar verwandelt hat. Die Leute kommen dorthin, um gemeinsam zu trinken, zu singen und sich gegenseitig neue Kraft zu geben. Es ist schon seltsam, wie das Leben einfach weitergeht, als wäre nichts. Während überall um uns herum die Bomben niedergehen. Aber so sind eben die Länder, nicht wahr? Letzte Nacht habe ich wieder vom kleinen Johnny geträumt. Wir waren zusammen auf dem Jahrmarkt in Brighton, wo wir immer im Sommer waren. Weißt du noch? Ich kniete neben ihm am Rande des Piers und wir sahen hinaus aufs Meer. Du standest hinter mir und es war so blau, Bobby. So blau wie ein funkelnder Saphir. Und es war still und niemand sprach von Krieg. Ich hielt meine Hand an Johnnys Wange. Er hatte eine Zuckerwatte und ich lachte laut, als er von einer sich brechenden Welle nass gespritzt wurde. Als ich aufwachte, konnte ich noch immer seine weichen Wangen an meiner Hand spüren, als wären sie wirklich da. Ich habe lange geweint, Bobby. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke. Wenn du nach Hause kommst, wenn das hier alles vorbei ist und wir wieder zusammen sind, möchte ich mit dir raus aufs Land ziehen, wovon wir immer geträumt haben. Auch wenn wir kein Geld haben, können wir es gemeinsam irgendwie schaffen. Ich weiß es. Ich muss jetzt gehen. Ich höre die Sirenen. Ich werfe diesen Brief auf den Weg nach draußen in die Post. Ich verspreche, ich schicke dir mehr. Ich vermisse dich so, Bobby. Komm wieder nach Hause. In Liebe, Charlotte. Ah, ist schon alles. Tut mir leid, es ist nur... Mein Ehering ist weg. Ich bin so ungeschickt. Ich habe ihn verloren, als wir zurückkamen.
Er ist nie viel wert, aber er war das Einzige, was ich noch von ihm hatte. Mein lieber Sebastian. Nicht ganz völlig hier, weil sie sich in... Warum sitzt sie hier hinter der Tür? Liegt hier? Okay, warum? Du hast es noch drauf, alter Mann. Also die erste Variante ist, warum hat er ein Klo bei sich? Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Ach nee, das ist ihre. Ihr Zimmer, weiß ich gar nicht. Okay, dann ist es okay. Weil dieses Loch in der Wand ist halt seltsam, oder? Achso, hier bin ich ja. Hm. Ja, gucken. Wir gehen hier einfach mal gucken, ob hier was Neues ist. Und ob hier vielleicht das Schweißgerät steht. Wahrscheinlich nicht. Ich merke schon, das scheint immer so zwischen den Missionen so Zwischentage zu sein. Mehr oder minder. Ähnlich wie. Vielleicht hat er sich eine Höhle gebaut, kann das sein, Max? Ähnlich ein bisschen wie bei Thief 3, was Marvin ja gespielt hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es gespielt hat. Oder wenn man noch spielt, ich weiß es nicht. Je nachdem, wenn diese Folgen hier veröffentlicht werden. Wo ja auch immer eine Mission war und dann konnte Marvin erstmal eine Nacht lang. Max, was? Umherrennen und. Dinge tun. Und ich. Hm. Wer bist du, Valentin? Im Hangar. Wetten, der bastelt an den Hubschraubern. Ha. Ob er das aber tatsächlich macht, Esteban, werden wir uns wahrscheinlich eher in der nächsten Folge das anschauen. Weil natürlich unsere halbe Stunde schon wieder vorbei ist. Und ich demnächst Essen erwarte. Haha. Was ist das? Fergus hat das Schweißgerät. Okay, also müssen wir in den Hangar. Um das Schweißgerät zu holen. Und vielleicht finden wir dann sogar noch den Ehering. Mal gucken. Aber das machen wir, wie gesagt, wo bist du? Reinhold. In der nächsten Folge. So, hier flackert das wegen dem Strom. Nun gut, wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es hier wieder heißt Wolfenstein The New Order mit mir, dem Dave, hier auf PewTube. Bis dann, ciao.